EA hat einem wirklich genügend Zeit gegeben, BioWares RPG Jade Empire herunterzuladen. Aber das einzig Beständige ist, die Änderungen zu meiner Überraschung folgte darauf nun nicht wie so oft bei Aufs Haus. Mal wieder ein sehr alter Titel, sondern einer, der auf meiner imaginären Kaufen, wenn ich es mal für unter 5 Euro sehe, Liste stand. Vin Diesel presents The Fast and the Furious Most Wanted. Sorry, nein. Vin macht lieber gute Stars-Titel, wie das leider viel zu unbekannte Chronicles of Riddick: Assault of Dark Athena. Aber die Need for Speed-Reihe wirkte bei meinem Erstkontakt auf jeden Fall wie das Spiel zum Film. Oder war es der Film zum Spiel? Sie haben auf jeden Fall viel gemeinsam gehabt, auch gerade die Musik. Jedenfalls war das erste Most Wanted, das auch mein erstes Spiel für die Xbox 360, die ich damals beim Programmierwettbewerb gewann, war. Und dementsprechend verbinde ich gerade mit dem Most Wanted-Titel viel Nostalgie, die aber schnell enttäuscht wird. Der Reiz des alten Most Wanted bestand darin, dass man sich sowohl durch eine minimale Rahmenhandlung als auch durch eine Hierarchie bei den Autos kämpfen muss. Das fällt nun beim aktuellen weg, und nachdem ich gleich zu Beginn einen Aston Martin und einen Carrera S911 bekam, fühlten sich die beiden kaum unterschiedlich an und beide wie Panzer auf Steroiden, die dann aber wieder von Lattenzäunen verschrottet werden. Da ich dieses Video aber schnell veröffentlichen wollte, habe ich nur so etwa 20 Minuten gespielt und schnell bei IGN in die Wertung gespickt, und die sagt 9 von 10, was für mich normalerweise eine Kaufempfehlung ist, selbst wenn es ein Genre ist, das mir normalerweise nicht gefällt. Das alte Most Wanted hatte auch mehr normale Autos, die man noch mal auf der Straße sieht, wenn man nicht in Dubai oder Zürich lebt. Mein Lieblingsauto war dann auch ein Clio V6, eine Mittelmotorvariante von Renault, die in einer limitierten Edition verkauft wurde und zu dem Zeitpunkt zumindest gebraucht oder sogar für den Normalverdiener erschwinglich war. Ein absoluter Giftzwerg. Das Räuber- und Gendarmenspiel mit der Polizei und die offene Welt sind auf jeden Fall wieder mit dabei, und die Grafik ist ein Leckerbissen. Deshalb gilt: Wer mit Origin auf der Festplatte leben kann, sollte das Spiel auf jeden Fall herunterladen, solange es noch kostenlos ist. Und kostenlos ist es, solange man keine DLCs dafür kauft, von denen es reichlich gibt. Was der Grund sein könnte, dass sich die Aktion für EA auf jeden Fall lohnt.